Fisks Werft liegt im Süden. Dann denken Sie mir anzusehen. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen. Naja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein, jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine Spider-Bots sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hydrazin fällt, explodiert der halbe Block. Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Okay, kleiner Freund. Finde die chemische Flüssigkeit und sauge sie auf, bevor jemand krank wird. Mein Mini-Ich beseitigt nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Der Dieb versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritiert. Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt. Vielleicht nicht. Ende der Spur. Er läuft weg. Ich muss ihn mit einem Netz einschnüren. Ich hab ihn. Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Hast du irgendeine Hautkrankheit oder warum der komische Anzug? Geschafft. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Was gibt's, Spidey? Der kleine Spider-Bot ist nützlich. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Hey Stevie, sieh dir das an. Okay. Hey, bin ein großer Fan.
Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle, die Sicherheit der Station ist verbessert und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient. Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind.